Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die nächste Map und zwar die fünfte schon mittlerweile. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich mich da freuen soll, weil die letzte Map, das letzte Level hier, hat mir richtig den Kopf abgerissen gefühlt. Also ich hoffe, das wird heute ein bisschen einfacher. Wir fangen direkt an, Level 1, über die Runden kommen. Okay, ja, das gefällt mir. Also so vom Niveau her ist das schon mal ziemlich easy. Erstmal natürlich die Straßen, dann ein bisschen Stützen und dann sind wir im Grunde auch schon durch. Zack, 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 zack. Warum bin ich denn untere 1%? Ich glaube, es hakt. Ich bin jetzt schon über dem Budget. Ich habe doch gefühlt nichts gebaut. Gar nichts. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen sparsamer sein. Vielleicht reicht das so auch. So, ich bin im Budget. Hoffentlich hält das jetzt noch. Ah ja, easy. Naja, immerhin, ne? Bis auf den letzten Dollar ausgenutzt. Dann nächstes Level und zwar Anker los. Das sieht bisher auch sehr einfach aus. Wir müssen halt nur schauen, dass wir hier keine Ankerpunkte haben an den Seiten. Aber das kriegen wir auch so hin. Genau, ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier die Straße baue und die kriegen wir dann schon zum Halten. Da habe ich wenig Sorge. Und jetzt ist die Frage, machen wir das mit Holz? Wie viel wiegt der Otto? 8,5 Polygramm. Ich weiß ja nicht. Naja, ich versuche es erstmal mit Holz. Meint ihr, das hält schon? Ich weiß ja nicht. Ja, das hat super funktioniert. Ja gut, hier schon ein großer Hebel. Das macht schon Sinn, dann machen wir hier Stahl hin. So, let's go. Da kommt das Ding. Es hält und wir sind da. Wahnsinn. Nächstes Level. Regenbogenbrücke. Was? Ach, weil ich hier einen Bogen fahre. Was ist das denn für ein komisches Auto? RGB? Wie cool. Einfach ein bisschen Bögen bauen. Das ist natürlich super. Sehr professionell. So, ganz ehrlich, ich gönne mir das einfach mal so, weil Geld ist ja offensichtlich genug da. Och je, was war jetzt das? Ja, das ist schlecht. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade eine gute Idee. Und zwar, wenn ich hier einen runterbaue, relativ weit, und hier Seile hinmache, dann unterstützt der uns doch mega. Ein Muskel, vielleicht hilft der uns. Mal gucken. Weil erst ab hier ist die Belastung übelst hoch. Das nervt mich extrem. Ey, ich habe gerade eine richtig gute Idee. Und zwar können wir ja zwei Seile nehmen. Also einmal habe ich auch zwei Ankerpunkte, klar. Aber ich meine jetzt, wenn ich die nicht hätte, könnte ich ja einfach so machen. Dann hier einen kleinen Holzklotz. Und dann nochmal zwei. Hä, ist das smart. Jetzt muss ich nur noch irgendwo Geld sparen. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Okay, hier noch ein Muskel. Mann, ist das nervig. So, 90. Wehe, du haust mir das Ding kaputt. Es ist sehr steil, aber er ist nicht bei 90. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Guckt euch das Budget mal an, einfach Maximum. Wie hat das denn wer für 30.000 geschafft? Also nee, einfach nee. Kann man sich die angucken? Auch nicht, ne? Ach, Schmutz. Okay, Level 4, Platzmangel. Ja, das ist aber kein Problem. So Dreieckskonstruktionen, die kriege ich easy hin. Und zwar so, ich habe ja neulich auch die stärkste Brücke gebaut, die es gibt. Die könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ich verlinke sie euch mal hier oben rechts irgendwo. Jetzt bin ich immer noch über dem Budget. Das gibt's ja gar nicht. Ah, jetzt. Und? Hält's noch? Oh, ja, knapp. Aber immerhin. Let's go. Nächstes Level. Die richtige Einstellung. Da ist ein Ballon. Aber auch das Level sieht echt einfach aus. Ich glaube, das Schwierigere hier ist tatsächlich, das Budget einzuhalten. So, das ist der Bogen. Und ich glaube echt, das ist einer der leichtesten Level. Also erstmal ganz billig aus Holz. Vielleicht hält das ja auch schon. Also, das ist die Holzbrücke. Jetzt kommt hier noch ein Stelzen hin. Jetzt könnten wir natürlich, da wir ja auch Kabel haben, einfach hier noch so eine kleine Konstruktion bauen. Die dann noch verbinden mit denen. Und ganz ehrlich, dann hält das eh. Und... Hui, oh nein. Kann ich hier noch was größer machen? Dann hält es vielleicht auch ohne, dass ich noch was dazu baue. Weil ich hab kein Geld. Da kommt das Ding. Hui, es hält. Leute, ich bin echt genial. Nein. Nächstes Level, Tempo geben. Okay. A muss hier runter, B muss da hoch. Das ist auch wieder so eine Sprungschanzengeschichte, oder? Wie nervig. Vielleicht ist das ja ein Ansatz, den ich hier gerade baue. Dass der Grüne eben zu lahm ist, hier unten landet und der Rote hier drüber schießt. Oh, der ist ja viel zu langsam. Der ist ja viel. Ich dachte, also, dass der so langsam ist, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ganz ehrlich, den Grünen, den kann ich ja gar nicht hüpfen lassen. Der ist ja viel zu lahm. 15 Meter pro Sekunde, das ist schon flott. Dann reicht vielleicht auch ein Bogen, wo der einfach drüber fährt und der hüpft dann da. Das wäre smart. Ich teste das mal aus. So, Budget ausgenutzt. Direkt mal testen. Der Langsame kommt hier hoch. Fährt wieder runter. Alles entspannt. Jetzt kommt der Schnelle und... Hui! Ah,
das war knapp. Ja, das ist eine Frage vom Winkel, das kriegen wir hin. Der grüne, tuck, 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 ist im Ziel. Der andere, hui! Ey, Wahnsinn, das war echt smart. Maßanfertigung, ach hey. Das ist ja mega easy. Zack, 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 zack. Ach, ist halt so schon. Ja, easy. Dann Level 8, geh deinen Weg. Okay, tschö. Also, beide Autos müssen den Stern bekommen, aber beide müssen darüber. Aber wozu habe ich dann überhaupt diese untere Plattform? Ich kann ja einfach alle hochlassen. Dann Dreiecke. Let's go. Da fährt das Mobil. Und gebrochen. Perfekt. Ja gut, vielleicht hätte man hier nicht an Geld sparen sollen. Also, das Postauto kommt, bekommt den Stern. Das Ding hält, dann hält das andere ja auch. Der Buggy kommt hier. Den Stern und im Ziel. Die Welt gefällt mir mit den Vulkanen. Dann nächstes Level und zwar großes Boot. Ja, auch hier gar kein Problem. Wir bauen einfach eine Brücke oben drum. So. Auch wenn das wieder maßlos überteuert ist, hält es ja und ist im Budget. Von daher, warum soll ich jetzt jeden Euro hier rauskitzeln? Es juckt ja keinen. Ja, das war easy. Dann Level 10, einsame Insel. Egal, auf jeden Fall wollen wir uns zeigen, dass wir Stahl nutzen können, um uns hier aufzustützen. Also so. Im Grunde kann man das auch hier machen. Genau, und jetzt halt einfach ganz normal, weil das Ding wiegt ja gefühlt nichts. Dann let's go. Sehr belastet. Zu sehr belastet. Dafür haben wir ja noch Stahl über, ne? Ja, easy. Ich finde diese Welten immer noch geil mit den Vulkanen. Level 11, drunter und drüber. Ach hey, obwohl, eigentlich easy. Wir haben nur einen begrenzten Baubereich. Also Straße bis hinten, einmal hier unten gebaut, andere Seite genauso und hier oben ganz normale Dreiecke. Also das ist ja wohl echt geschenkt. Da fährt das Ding, Belastung mega easy. Nicht schlecht. Dann nächstes Level, zurück zu den Fundamenten. Okay. Ach je, die ist ja riesig. Die ist ja fast so lang wie mein P. Okay, also erstmal die Straße bis hinten. Zack, 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 zack. So, ist jetzt halt die Frage, nehmen wir mehr Fundamente und Holz oder einfach Stahl und dafür nur zwei Fundamente oder so? Also. Hier ein Fundament. Jetzt bin ich schon an der Grenze vom Budget. Aber das macht ja nichts, weil wir können uns ja die hier sparen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt hier eben einfach ein Stahl hin und das Ganze müsste halten. Ich hoffe mal, ich habe keinen Denkfehler. Aber das sieht extrem stabil aus. Mal schauen. Wunderbar. Ach, das zweite fährt auch direkt. Naja, ist ja nicht schwer, von daher. Hätte ich mir noch viel Geld sparen können, ganz ehrlich. Aber egal. Dann Level 13, dreifach hält besser. Ach je, das ist gar nicht schwer. Einfach nur drei Stockwerke, die Brücke. Easy. Also, hier ist meine Skizze. Das sieht doch echt nice aus. Das zum Halten zu bringen, wird das Schwierige. Obwohl, ich habe hier Ankerpunkte, dann ist ja auch nicht so schwer. So, also, ich bin im Budget. Das hier gefällt mir nicht. Das sieht einfach hässlich aus, wenn man ehrlich ist. Mal schauen, Echtzeit. Die fahren alle auf einmal. Das macht es nicht einfach. Aber es hält. Ja, geil. Dann hätten wir die Lava-Lagune auch beendet. Alle, warte, was? Da fehlen ja zwei. Moment mal. Ich bin über dem Budget? Das ist doof. Das müssen wir... Nee, also auf gar keinen Fall wird das akzeptiert. So, jetzt bin ich im Budget und es funktioniert. Dann hätten wir das auch alle vollständig und dann sind wir für heute auch durch. Falls ihr Ideen habt für andere Projekte, die ich mal bauen soll, die stärkste Brücke, der stärkste Kran, irgend sowas, schreibt in die Kommentare, ich würde mich freuen. Dann sind wir ansonsten für heute auch durch. So Freunde, das war's dann leider auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über ein Like oder ein Abo, vielleicht sogar einen Kommentar, würde ich mich natürlich sehr freuen. Für mich sind so Videos verdammt aufwendig und für euch ist das wirklich keine Arbeit und es würde mich sehr unterstützen. Auf Instagram dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Dem geilsten Discord-Server der Welt könnt ihr natürlich genauso beitreten. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Digga, komm weg, dein Arsch und abonniere. Oh. Zeit, ich investiere. Ja, ja, bist du schon dabei?